Ludwig Kaelen, wir sind soweit. Das hier ist Hauptmann Kaelen. Er ersucht um die Erlaubnis, die jütländische Heide urbar machen zu dürfen. Die Heide ist nicht urbar zu machen. Hier gibt's nur Heidekraut, Steine und Sand. Nichts kann dort wachsen. Ich kann die Heide bezwingen und eine Kolonie darauf gründen. Es ist unglaublich, was du hier machst. Ich kann's schon spüren, das Leben, das hier entsteht. Herr der Schinkel möchte dich heute Abend auf sein Gut einladen. Es ist mir eine Ehre. Du bist hier, weil du auf meinem Land gebaut hast. Die Heide gehört dem König. Frederik, die Stirn zu bieten, haben es jetzt nur wenige gewagt. Sehen wir uns wieder? Ich wüsste nicht wie. Du hast noch nicht viele Gespräche mit Frauen gehabt, oder? Das hier war mein längstes Gespräch bis jetzt. Ich habe den Stempel des Königs, ich darf hier sein. Hör auf, vom König zu reden, als ob du ihn kennst. Er weiß nicht mal von dir. Schinkel macht weiter, bis er gewinnt. Ich brauche dich. Es hat in Ludwig Kaelens großen Plan zu passen, damit er seinen Adelstitel kriegt. Ich muss hier weg. Wir sterben nicht für dein verdammtes Heideprojekt. Du hältst dich von der Heide fern. Hast du verstanden? Sag, dass das mein Land ist und dass es das schon immer war. Es ist Land des Königs.